herzlich willkommen, ich bin Ipanex und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic und wir machen weiter mit unserem Sith und ja, wir sollen zu Darth Vavron kommen. Der wurde angegriffen und wurde von meiner Crew in Sicherheit gebracht. Wir begeben uns mal zu der Bahn und werden mal gucken, dass wir das richtige Ziel damit erreichen können. So, Schluck getrunken und dann weiter geht's. Was ist er denn? Voll am Upraven hier. So. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ja, passt doch alles. Dann wollen wir mal gucken, dass wir dem Attentäter mal ein bisschen in den Arsch treten. So, jetzt geht Beschleuniger jetzt mal richtig. Oh, sind wir schon da? Das ging ja flott hier. So, Kartencheck. Richtige Richtung gewählt. Und los geht's. Sind wir jetzt lang? Da hier ist alles richtig. Ah, hier ist ja gar nichts los. Ah, bis auf so ein paar Republikaner, die da sind. Ah, Jedi-Beschützer. Straßenräuber. Nix los hier, ey. Ohne Scheiß, ich kann mich noch an Zeiten erinnern. Da war hier alles voll mit Spieler. Man ist hier ständig anderen Spielern über den Weg gelaufen, die hier auch gerade am irgendwas am Machen waren. Das finde ich schon echt schade, dass das nicht mehr ist. Also, dass man gar nicht mehr so die ganzen Spieler auf den ganzen Maps regelmäßig trifft. Ah, finde ich schon echt schade. Weil das waren echt coole Zeiten, wo man einfach mal mit Leuten gequatscht hat und zusammen gezockt hat, ohne dass man sie kannte. Ihr habt es geschafft. Die Sache wird heiß, oder? Barras hat die Samthandschuhe ausgezogen. Dieser Attentäter war bisher der tödlichste. Es tut mir leid, dass ich nicht hier war, um euch zu schützen. Ich war in guten Händen. Es gab keinerlei Panik oder Verwirrung. Eure Leute haben dem Tod ins Auge geblickt und sind nicht zurückgewichen. Captain Quinn verdient besonderes Lob. Er hat sein Leben gewagt und sich dem Angreifer gestellt. Ich mache einen vorherigen Fehler wett. Meine Hingabe an meinen Meister ist jetzt unüberwindlich. Es gibt nichts, weswegen ihr euch schämen müsstet. Es ist vergessen. Dennoch gehöre ich euch. Genau diese Einstellung braucht das Imperium. Ihr habt Barras Agenten erfolgreich neutralisiert. Das Finale ist jetzt unsere Sache. Wir beide müssen in die Offensive gehen. Sagt mir, was ihr vorhabt. In einer geheimen Höhle auf diesem Planeten hat Barras den Geist eines uralten Sith gebunden und versklavt. Er zehrt von der Macht dieses Geists, raubt ihr alle Visionen der Zukunft. Alles, was er geschaffen hat, entsprang ihrem Wissen. Wenn dieser Geist der Grund für Barras Stärke ist, muss er zerstört werden. Nein, sie ist so alt wie die Macht. Sie gehört selbst zur dunklen Seite. Wir müssen sie befreien, nicht töten. Nur ihr habt die Macht, in diese Höhle einzudringen. Und nur ich kenne das Ritual, das die Fesseln des Geistes löst. Bringt mich zu ihr. Dann werden wir zum ultimativen Schlag ausholen und Barras von innen heraus unschädlich machen. Und dann bin ich der Begegnung mit Barras noch einen Schritt näher. Wenn wir das geschafft haben, werde ich euch persönlich in die Gemächer des Rats der Siths bringen.
übernehmt die Führung und stellt sicher, dass der Attentäter nicht auf uns wartet. Ich komme auf euer Signal nach. Naja, sieht nicht so gut aus. So. Okidoki, dann machen wir uns mal auf den Weg. Diese Wesenheit, wie es da oben steht, zu finden. So. Wo haben wir es? Och, ey, schon wieder am Arsch der Welt, ey. Das muss ich wirklich sagen, das ist an anderen, sag ich mal, MMOs ein bisschen besser. Da gibt es diese Auto-Route. Da kann man, da läuft der Charakter von alleine hin. Und das finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Feature, was ich auch in anderen Spielen sehr, sehr gerne nutze. Weil so könnte ich jetzt zum Beispiel in den Menüs rumswitchen und sowas alles und ein bisschen gucken. Und euch ein Kotelett ans Ohr labern, ohne die ganze Zeit darauf zu achten zu müssen, dass ich richtig fahre. Aber so labere ich euch ein Kotelett ans Ohr und gucke immer wieder auf die Karte. Ja. Kam ich hier gerade aus? Nee. Na, kürze ich hier drinnen durch ab. So, fahre ich hier durch. Ja, das Finale steht immer, rückt immer näher, also der finale Kampf gegen Darth Barras. Ich freue mich da richtig drauf, also muss ich wirklich sagen. Aber das heißt, wenn der Kampf gegen Barras bald da ist, dann geht auch so langsam das Let's Play auch zu Ende, ne? Ja klar, danach folgt noch so einiges, ne? Schatten von Revan und sowas alles da, aber ja, das ist dann schon, es geht dann schon langsam echt dem Ende zu. Falscher Knopf. Da ist ein fucking Jedi im Weg, ey. Ich fahr einfach an dem vorbei. Geht super. Klappt doch. Dann noch ein Jedi. Oh ne, einer mit einem dicken Bumsmann. Oh, Gebiet der grünen Jedis. Die gab es damals eine tierisch beschissene Quest, ey. Die habe ich gehasst wie die Pest, ey. Ich weiß gar nicht, ob sie heute noch gibt. Da musste man einige von diesen grünen Jedis töten. Boah, war das nervig. Aber man hat die kaum gefunden. Man hat sich echt einen Wolf nach denen gesucht. Mann, wir sind schon da. Oh, heilige Scheiße. Jetzt habe ich was gut. Ja. Ey, 40 Truppen. Boah. Ich glaube, dann ist das doch ein bisschen größer hier drin. Ne? Na komm. Er ist auch tot. Oh nee. Gleich im Weg.
So, jetzt helfen wir ihr. Was ist er denn für einer? Ist das jetzt euer Ernst? Hier ist doch gar nichts neben uns. Mein Gott, er steht hier am Arsch der Welt und verreckt hier hinten, obwohl man in die Luft schlägt. Ja, egal. Tot. Genug herumgehangen. Oh shit. Ha, die habe ich gar nicht gesehen. Na ja, gut. Ein bisschen blind heute. Auch den anvisieren und Sprung. Kaputt, kaputt, kaputt. So, kommen wir jetzt langsam näher. Ja, jetzt sieht gut aus. So, oder? Ja, doch richtig. Oh, hier warten schon wieder ein paar. Los, geh hops. So. Und Abflug. So schnell stirbt man nicht. So, jetzt kommen wir langsam der Sache näher. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Doch, tun sie. Ah gut, dann müssen sie halt auch sterben. Na komm, du willst auch sterben. Und bumm. So. Ein Goldie wartet. Und dann stirbst du jetzt halt. Na komm. Du willst doch sterben. So. Ich hoffe, wir sind jetzt mal da. Da ist sie. Die Wesenheit. Solch reine, dunkle Energie. Ist sie nicht wunderschön? Ich sehe nur ein Mittel, um Baras zu vernichten. Kommt näher. Ihr seid da.
als Helfer, Barras. Er weiß, ich kann nicht Nein sagen. Er schändete meinen Ruheort, wo ich wartete auf meine Liebe, euren Imperator. Ich bin gefesselt, Schmerzen. Wenn ihr versagt, wird er mich bestrafen, weil ich euch empfing. Habt keine Angst, euer Leiden ist vorbei. Ich kenne das Ritual. Ab jetzt ist es einfach. Nein, ihr versteht nicht. Wir sind nicht allein. Ah! Endlich habe ich euch eingeholt. Ich habe euch doch gesagt, dass man mich nicht umbringen kann. Nehmt diese Rüstung ab, damit ich sehen kann, wer ihr seid. Tut nicht so dumm. Ihr habt mich den Flammen überlassen. Barras ließ mich wieder auferstehen. Er hat die dunkle Seite benutzt, um mich zu verbessern. Jetzt bin ich sein größter Erfolg. Meine Augen sind nicht länger aus Fleisch. Ich sehe jetzt alles in einem neuen Licht. Euer Anblick macht mich gleichzeitig krank und vergnügt. In wenigen Minuten wird der große Darth Vorthron sich auflösen. Dann wird die Wesenheit für immer unter Barras Kontrolle sein. Die Wahrheit, das Todesfeld, erhält Energie von Drags Maschinenkörper. Mehr brauche ich nicht zu hören. Die Rache ist mein! So, Zeit zu sterben. Jetzt habe ich was gut. Diesmal wird er wirklich sterben. Weil er geht mir derbe nämlich auf die Eier. Kann man denn so scheiße penetrant sein? So, jetzt gehst du hops, Kollege. Das Todesfeld stirbt zusammen mit Drag. Was für ein Finale. Noch nie habe ich solche Schmerzen verspürt. Ich dachte wirklich, ich sterbe jetzt. Aber ich bin froh, aus nächster Nähe miterlebt zu haben, wie ihr diese Monstrosität vernichtet habt. Beendet das Ritual, damit wir die Wesenheit befreien können. Gewiss, gewiss. Aber eine Sache noch. Wesenheit, sagt mir, ob Barras weiß, was hier geschehen ist. Durch mich sieht der Schänder alles. Wunderbar. Er muss außer sich vor Zorn sein. Und jetzt bereiten wir das Ritual vor. Das letzte Tor zwischen euch und dem Jenseits ist geöffnet. Und dankbar. Meine Empfehlung an den Schänder. Ihr wart wirklich eine Offenbarung. Die Zeit ist gekommen, dass ihr Darth Barras gegenübertretet. Ich werde mich mit der Hand des Imperators beraten. Natürlich, aber ich gehe davon aus, dass sie den Zorn des Imperators entfesseln werden. Sogar jetzt ist Barras noch immer so gut wie unzerstörbar. Und ich weiß nicht, wie man ihn noch weiter schwächen könnte. Sag der Hand, dass der Rat der Sith wartet. Und ich werde da sein, um euch einzuweisen. Okidoki.
Wir machen uns jetzt auf den Weg aufs Schiff und dann gucken wir mal, was anliegt. So, zapp. Zapp. So, jetzt. Hat er nicht richtig genommen. So, jetzt hören wir uns mal an, was sie zu sagen haben. Erledigt. Jetzt ist es Zeit, Darth Barras gegenüberzutreten. Ohne sein Druckmittel und nun, da Vovron in Sicherheit ist, ist Barras Versuch, die Stimme des Imperators zu werden, vereitelt. Was von Darth Barras noch übrig ist, gehört euch, Zorn. Er ist nach Korriban gereist. Tut, was ihr tun müsst. Ich werde ihn für jede Demütigung, die ich habe ertragen müssen, bezahlen lassen. Wut darf nicht blind sein. Barras Stärke ist verborgen und unergründlich. Darth Vovron kehrt ebenfalls nach Korriban zurück. Barras wird es nicht wagen, ihn vor den Augen des Rats der Sith anzugreifen. Das Tor wurde aus den Angeln gehoben. Vovron wird euch Landeerlaubnis geben und euch in die Ratsgemächer geleiten. Vovron ist meiner Loyalität würdig. Der Rat der Sith hat nichts für Eindringlinge übrig. Und Barras hat dort immer noch Sympathisanten. Vovron wird euch unterstützen und dann müsst ihr den Willen des Imperators vortragen. Entfesselt den Zorn des Imperators. So, und das war's für heute. Und nächstes Mal treten wir endlich Barras gegenüber. Und ja, ich sag mal so, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.